möchte heute für euch eine Kurzgeschichte lesen von Edgar Wallace, der Fall Stretthelly. Detektivinspektor John Mackenzie hatte seinen Abschied eingereicht und die Zeitungen brachten aus diesem Anlass viele Berichte über ihn und seine Erfolge. Seine direkten Vorgesetzten wunderten sich, welche Gründe ihn zu dem vorzeitigen Rücktritt veranlasst haben mochten, aber alle Vermutungen waren falsch. Kein Mensch ahnte die eigentliche Ursache. Mackenzie wusste nämlich nicht mehr, wie er in dem Widerstreit zwischen Pflicht und Gerechtigkeitssinn handeln sollte und wählte deshalb den Ausweg, sein Amt niederzulegen. In diesen Konflikt war er durch die Bearbeitung des Falles Stretthelly geraten, der äußerlich dadurch zum Abschluss gebracht wurde, dass man an einem kalten Dezembermorgen im Gefängnis zu Nottingham einen Verbrecher hängte. Die Tatsache, dass John Mackenzie seinen Abschied einreichte, war umso unverständlicher, als seine Vorgesetzten zur Aufklärung dieses Falles besonders gratuliert und eine Beförderung in Aussicht gestellt hatten. Aber gleich darauf ging er in sein Büro und schrieb kurz entschlossen sein Abschiedsgesuch. In gewisser Weise war Mackenzie eben altmodisch. Einige Monate bevor er den Dienst quittierte, brachte ihm ein Untergebener eine Visitenkarte mit der Aufschrift Dr. Med. Mona Stretthelly, Madrid. Als er das las, rümpfte er die Nase. Er hatte ein Vorurteil gegen Ärztinnen, obwohl dies die erste war, die ihn amtlich aufsuchte. »Führen Sie die Dame in mein Büro«, sagte er und wunderte sich, was eine spanische Ärztin in Scotland Yard zu suchen hatte. Noch ehe er sich versah, stand sie bereits vor ihm, lebhaft, dunkel und durchschnittlicher Größe. Als er sie näher betrachtete, kam ihm zum Bewusstsein, dass sie sogar schön war. »Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen«, begrüßte er sie höflich in französischer Sprache. »Was kann ich für Sie tun?« Sie lächelte leicht über diesen brüsken Empfang. »Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir 10 Minuten Ihrer sonst so kostbaren Zeit schenken würden, Mr. Mackenzie«, entgegnete sie auf Englisch. »Ich habe Ihnen eine wichtige Mitteilung zu machen.« Dann reichte sie ihm einen Brief, der den Stempel des Innenministeriums trug. Es war ein Einführungsschreiben, das ihr ein hoher Beamter gegeben hatte. Inspektor Mackenzie wunderte sich jetzt nicht mehr, dass sie ihn aufgesucht hatte. »Kennen Sie Mr. Morstles?«, fragte sie. Er schüttelte den Kopf. Sie zögerte. »In London müssen Sie aber doch gewisse Gerüchte gehört haben. Ich meine, von West End haben Sie noch nie etwas von Margaret Stretthelly erfahren?« Mackenzie runzelte die Stirn. »Selbstverständlich, der Name kommt mir bekannt vor. Sind Sie mit der Dame verwandt?« »Sie war meine Schwester«, entgegnete sie ruhig. Sie nickte wieder und er sah, dass ihre Augen feucht wurden. Als Margaret Stretthelly aus London verschwand, war man in Scotland Yard darüber weder erleichtert noch betrübt, aber man vermerkte es. Margaret gehörte zu einem Kreis moderner junger Damen, die sich gewöhnlich in einem Restaurant in Soho trafen. Man wusste im Polizeipräsidium, dass sie mit allen möglichen fragwürdigen Elementen zusammenkamen. Sie war in gewisser Weise am Kokainhandel beteiligt, dass sie das Rauschgift selbst kaufte. Einmal hatte die Polizei eine Razzia abgehalten und sie in einer Kokainkneipe abgefasst, so dass sie von den Polizeirichter kam und eine Ordnungsstrafe erhielt. Ein anderes Mal hatte sie ebenfalls die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gelenkt, weil sie in ihrem Luxuswagen gegen einen Laternenpfahl gefahren war. Ihr selbst war bei dem Unfall nichts geschehen. In Scotland Yard interessierte man sich für die Extravaganzen dieser jungen Dame. Man wusste, dass sie über große Geldmittel verfügte, und als sie sich nicht länger in den Lokalen zeigte, in denen sie früher verkehrt hatte, erkundigte man sich nach ihrem Verbleib. Es stellte sich heraus, dass sie einen Gutsbesitzer in Mittelengland geheiratet hatte. Ein paar Wochen nach der Hochzeit brannte sie ihm jedoch durch und fuhr nach New York. Das war eine ziemlich uninteressante Geschichte, die ähnlich auch schon anderen Leuten passiert war. Es lohnte sich kaum, die Einzelheiten zu den Akten zu nehmen. Da aber alle Verbrechen mit nichtssagenden Geschichten beginnen,
wurden auch diese Daten gesammelt und notiert. Vielleicht ist es besser, wenn ich Ihnen zuerst kurz die Geschichte unserer Familie erzähle, begann Mona Stretelli. Mein Vater war ein bekannter Arzt in Madrid. Bei seinem Tod hinterließ er seinen beiden Töchtern, Margaret und mir, 5 Millionen Pesetas. Ich hatte den Beruf meines Vaters ergriffen und übte schon 3 Jahre eine Praxis aus, als er starb. Meine arme Schwester Margaret führte ein bewegtes Leben und suchte Zerstreuung, die nach ihrem Geschmack war. 3 Monate nach dem Tod meines Vaters ging sie nach Paris, um Musik zu studieren, und von dort nach London, wo sie in den Kreisen der Bohème verkehrte. Unter anderem auch mit Leuten, die bei der Polizei unbeliebt waren. Wie sie mit Mr. Mortals bekannt wurde, habe ich niemals erfahren. Sie hatte bereits einen großen Teil ihres Geldes verbraucht, als sie unter seinen Einfluss kam. Er machte ihr einen Heiratsantrag und sie wurden auf dem Standesamt in Marylebone getraut. Darauf zog sie mit ihm auf sein Gut in Little Saffron. Verschiedene Dorfbewohner haben sie gesehen und, soweit ich herausbringen konnte, hat sie im Ganzen 3 Wochen mit ihm zusammengelebt. Wie lange sie dann noch dort wohnte, ist nicht bekannt. Es mögen 3 Monate gewesen sein, vielleicht auch nur einer. Als sie verschwand, glaubte man im Dorf allgemein, dass sie ihrem Mann davongelaufen sei. Die Leute waren ja schon gewöhnt, dass Mr. Morstles mit seinen Ehen Unglück hatte. War er schon öfter verheiratet? Fragte Mackenzie. Und 2 Mal. Auch seine beiden ersten Frauen waren ihm durchgegangen und er hatte sich scheiden lassen. Mr. Mackenzie, ich bin fest davon überzeugt, dass meine Schwester ermordet wurde. Er richtete sich plötzlich auf. Ermordet? Aber lieber gnädiges Fräulein, es ist doch leicht möglich, dass Ihre Schwester tatsächlich davonlief. Sie schüttelte den Kopf. Das ist unmöglich. Wenn sie ihn verlassen hätte, wäre sie sofort zu mir gekommen. Wir waren immer die besten Freundinnen und obgleich sie sehr eigensinnig und dickköpfig war, wandte sie sich doch immer an mich, wenn sie in eine unangenehme Situation geriet. Haben Sie denn Mr. Morstles kennengelernt? Ja, ich habe ihn gesehen und zwar gestern zum 1. Mal. Und nachdem ich ihn getroffen habe, bin ich davon überzeugt, dass meine Schwester ermordet wurde. Das ist eine schwere Anklage, die Sie erheben. Ich will allerdings glauben, dass Sie derartiges nicht sagen würden, wenn Sie nicht guten Grund dazu hätten, entgegnete Mackenzie lächelnd. Und da Sie Ärztin sind, lassen Sie sich wahrscheinlich nicht leicht durch Stimmungen beeinflussen und überlegen sich, was Sie sagen. Sie nickte und erhob sich und ging erregt im Büro auf und ab. Verzeihen Sie, Mr. Mackenzie, aber ich bin so fest davon überzeugt, dass meine arme Schwester Margaret tot ist, dass ich es nicht glauben würde, wenn ich sie in diesem Augenblick ins Zimmer treten sehe. Aber wie kommen Sie denn da drauf? Fragte Mackenzie hartnäckig. Außer der Tatsache, dass Mr. Morstles 3 Mal geheiratet hat, ist doch nichts gegen ihn bekannt. Ich selbst habe Nachforschungen angestellt. Die Polizeibehörde seines Ortes hält ihn für einen ehrbaren Charakter, aber ich glaube, dass ich Ihnen Einzelheiten mitteilen kann, die Sie interessieren werden. Bevor Margaret London verließ, hatte sie 6.500 Pfund von ihrer Bank abgehoben. Und wo blieb das Geld? Haben Sie ihn denn nicht gefragt? Doch, er antwortete mir, dass meine Schwester, als sie von ihm wegging, nicht nur ihr eigenes Geld, sondern auch noch eine große Summe von ihm mitgenommen habe, sodass er im Augenblick in großer Verlegenheit sei. Ja, er hatte sogar die Unverschämtheit, mich aufzufordern, ihm Schadenersatz zu leisten. Mackenzie stützte das Kinn in die Hand und dachte nach. Die Sache scheint sich tatsächlich mehr und mehr zu einer Mordgeschichte zu entwickeln, meinte er. Aber ich hoffe schon um Ihretwillen, dass Sie sich irren, Miss Stretelli. Auf jeden Fall werde ich Mr. Morstles aufsuchen. An einem Wintermorgen, an dem alle Zweige und Sträucher in dem Obstgarten von Mr. Peter Morstles bereift waren, ging Detektivinspektor Mackenzie langsam von der Eisenbahnstation nach Morstles Haus. Er hatte seine Pfeife angesteckt und trug den zusammengerollten Regenschirm, ohne den er niemals ausging. Als er das Haus auf dem Hügel sah,
blieb er stehen und betrachtete das Gebäude. Einen hässlichen Betonbau. Er stand am Abhang und man musste von dort eine prachtvolle Aussicht haben. 5 Minuten später war er bei dem Gebäude selbst angekommen. Irgendwie machte es ihm keinen günstigen Eindruck. Er klopfte an die Tür und ein großer, breitschultriger Mann öffnete ihn. Sein nicht allzu volles Haar zeigte eine rotblonde Verfärbung und er hatte ein rotes, gesundes Gesicht. Mit argwöhnischen Blicken maß er den Detektiv. »Guten Morgen, Mr. Morstles. Ich bin Inspektor Mackenzie von Scotland Yard.« Kein Muskel in dem Gesicht des Mannes rührte sich. Er zuckte mit keiner Wimper, während er ihn mit seinen großen blauen Augen fest ansah. »Freut mich. Bitte treten Sie näher.« Morstles führte den Inspektor in eine mit Steinfliesen ausgelegte Küche, die niedrig, aber sehr sauber war. »Hat Miss Stratelli Sie hergeschickt?« fragte er. »Nach allem, was ich von ihr weiß, muss ich das annehmen. Als ob ich nicht schon gerade genug Sorgen und Kummer mit ihrer Schwester gehabt hatte.« »Wo ist denn Ihre frühere Frau?« fragte Mackenzie geradezu. »Sie muss sich irgendwo in Amerika aufhalten. Selbstverständlich hat sie mir nicht die Stadt genannt, in die sie ziehen wollte. Ich habe ihren letzten Brief oben.« Nach ein paar Minuten kehrte er mit einem grauen Briefbogen zurück, der weder Anschrift noch Adresse trug. »Ich verlasse dich, weil ich das ruhige Landleben nicht vertragen kann. Diesen Brief schreibe ich an Bord der Teutonic. Bitte reiche die Scheidungsklage gegen mich ein. Ich möchte dir nur noch kurz mitteilen, dass ich nicht unter meinem eigenen Namen reise.« Mackenzie betrachtete das Schreiben von allen Seiten. »Ich möchte nur wissen, warum sie nicht die Briefbogen genommen hat, die man umsonst an Bord bekommen kann,« fragte er. »Eine Frau, die in aller Eile abreist, packt doch gewöhnlich kein Briefpapier in ihren Koffer.« »Sie haben sie doch sicher in der Passagierliste gefunden.« »Ach so, ich verstehe. Das konnten sie ja nicht, weil sie unter einem anderen Namen reiste.« »Wie mag sie nur mit den Passschwierigkeiten fertig geworden sein?« Der Inspektor sagte das alles leicht hin, betrachtete aber dauernd den Mann, der vor ihm stand. Wenn er aber glaubte, dass der Peter Morstles irgendwie beeinflussen konnte, irrte er sich. »Wie sie mit ihrem Pass fertig geworden ist, geht mich doch nichts an. Darum soll sie sich allein kümmern,« entgegnete der Mann. »Sie hat mich nicht ins Vertrauen gezogen. Ihre Schwester ist ja ganz darauf versessen, dass ich sie umgebracht haben soll. Glücklicherweise war ich allein im Haus, als sie neulich herkam. Es hätte ja einen hübschen Spektakel im Dorf gegeben, wenn meine Dienerschaft alles gehört hätte, was sie mir an den Kopf warf.« Auch Morstles sah den Inspektor dauernd an. »Ich vermute, dass sie Ihnen auch all den Unsinn erzählt hat. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen gern die Erlaubnis, das ganze Haus vom Keller bis zum Dach zu durchsuchen. Mehr kann ich wahrhaftig nicht tun. Das Einzige, was noch von ihr hier ist, sind ein paar alte Kleider. Wollen Sie die sehen?« Mackenzie folgte ihm die Treppe hinauf zum großen gemeinsamen Schlafzimmer, das nach vorn heraus. In einem eingebauten Schrank fand er einen braunen Pelzmantel, 3 Kleider und ein 30 Paar Schuhe. Diese betrachtete er und dann entdeckte er ein Paar, das noch nicht getragen war. Mackenzie, der die Frauen kannte, zog seine Schlussfolgerungen aus dieser Tatsache. Eine Untersuchung des Gartens und des Grundstücks brachte ihn der Lösung auch nicht näher. Er konnte sich nicht erklären, wie die Frau verschwunden sein mochte. »Was bauen Sie denn da?« fragte Mackenzie und wies auf einen halb vollendeten Betonbau. Morstles lächelte. »Ich wollte einen Anbau fertigstellen. Darin sollte auch ein Schlafzimmer und ein Bad für meine Frau eingerichtet werden.« Dieses Haus war ihr nicht gut genug. Der untere Teil war zu einem Wohnzimmer bestimmt, das sie gleichzeitig als Boudoir benutzen wollte. »Ich bin kein vermögender Mann, Mr. Mackenzie, aber ich hätte mein letztes Geld für diese Frau ausgegeben. Sie war sehr reich, sie hatte Tausende, aber ich habe davon nichts bekommen und ich wollte auch gar nichts davon.« Mackenzie holte tiefe Atem. »Dann haben Sie allerdings viel Unglück in Ihren Ehen gehabt,« meinte er. Morstles brummte etwas, das wohl eine Bestätigung sein sollte. Nachdenklich reiste Mackenzie nach London zurück und als er in Scotland Yard ankam, wartete Mona Stratelli bereits in seinem Büro auf ihn.
kann es Ihnen schon ansehen, dass Sie nichts erreicht haben«, sagte sie. »Dann müssen Sie ja eine Gedankenleserin sein«, entgegnete er lächelnd. »Es steht bei mir fest, aber das sage ich Ihnen nur inoffiziell, dass Morstels ein Lügner ist. Er mag ja auch ein Mörder sein, aber das ist noch nicht erwiesen.« »Glauben Sie, dass Sie etwas finden würden, wenn Sie einen Hausdurchsuchungsbefehl hätten?« Kenzie schüttelte den Kopf. »Nein, das glaube ich nicht«, erwiderte er bedauernd. »Dieser Mann ist mehr als ein gewöhnlicher Verbrecher. Wenn er diese unglückliche Frau ermordet haben sollte«, sah, dass sie bleich wurde und schwankte und eilte zu ihr, um sie zu stützen. »Es ist nichts«, sagte sie. Aber ihr Gesicht nahm einen leidenschaftlichen Ausdruck an und ihre Augen blitzten, so dass er erschrak. »Und ich schwöre Ihnen«, rief sie heftig, »dass dieser Mann nicht entkommen.« »Gut, dass dieser Mann nicht entkommen darf. Er wird für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen.« Plötzlich brach sie ab, presste die Lippen zusammen und reichte ihm die Hand. »Ich werde Sie nicht wiedersehen.« Mit diesen Worten verabschiedete sie sich von ihm. Am Nachmittag berichtete Mackenzie seinem Chef über den Fall, aber der hatte wenig Hoffnung, die Sache aufzuklären. »Ich fürchte, wir können nichts tun. Natürlich begreife ich, dass die spanische Dame über den Verlust ihrer Schwester sehr aufgeregt ist, aber häufig verschwinden Personen, besonders wenn sie der Bohème angehören. Vielleicht taucht sie in kurzer Zeit in Monte Carlo wieder auf.« Mackenzie war nicht der Ansicht. 14 Tage lang sah er Mona Stratelli nicht, aber er las von ihr in der Zeitung. Es waren kostbare Juwelen versteigert worden, die einem Marquis gehörten, und sie hatte einen berühmten Ring mit einer Gem gekauft, der früher im Besitz von Marie Antoinette gewesen war. In der Zeitung war besonders vermerkt, dass sie 200 Pfund dafür gezahlt hatte. In einer illustrierten Zeitschrift erschien sogar eine Abbildung des Ringes, und daraus ging hervor, dass er ein ganz besonderes Aussehen hatte und mit keinem anderen verwechselt werden konnte. Es wurde in den Blättern ausdrücklich erwähnt, dass der Ring eine außergewöhnliche Größe habe und sich wohl kaum als Schmuckstück für eine Frau eigne. Mackenzie wunderte sich, dass Mona Stratelli ihren Schmerz so schnell vergessen hatte und sich mit solchen Dingen tröstete. Aber dann ereignete sich etwas Unvorhergesehenes. Sie kam nach Scotland Yard, ohne sich vorher anzumelden, und suchte Mackenzies Büro auf. Er hoffte, dass sie ihm etwas Neues über den Fall mitteilen würde, aber er war entsetzt und sprachlos, als er den Grund ihres Besuchs erfuhr. »Mr. Mackenzie«, sagte sie, »ich habe Ihnen gegenüber Mr. Morstels verdächtigt. Das war nicht recht von mir. Mein Argwohn hat sich nicht bestätigt.« Bestürzt sah er sie an. »Haben Sie ihn denn kürzlich gesehen?« Sie nickte, und das Blut stieg in ihre Wangen. »Ich werde ihn noch diese Woche heiraten«, erwiderte sie mit etwas unsicherer Stimme. Ungläubiges Erstaunen drückte sie in seinen Zügen aus. »Sie wollen ihn heiraten?«, fragte er atemlos, »aber Sie wissen doch, mit wem Sie es zu tun haben.« »Ich fürchte, dass wir beide ein Vorurteil gegen ihn gefasst haben«, entgegnete sie ruhiger. »Ich täuschte mich jedenfalls. Als ich ihn nachher näher kennenlernte, fand ich, dass er ein sehr liebenswürdiger und faszinierender Charakter ist.« »Das muss wohl der Fall sein«, sagte der Inspektor. »Aber sind Sie sich auch darüber klar, was Sie tun?« Sie nickte. »Ja, ich werde ihn heiraten, wenn seine Scheidung bei Gericht erledigt ist. Ich besuche ihn jetzt für eine Woche. Seine Tante kommt auch, so dass noch eine ältere Dame im Haus ist. Ich sagte Ihnen ja, dass ich Sie nicht wiedersehen würde. Und diesmal meine ich es wirklich.« Dann verabschiedete sie sich kurz und ging. Gerade als sie sich der Tür zuwandte, fiel ihre Tasche zu Boden. Eilig hob Mona Stratelli sie wieder auf und ging hinaus. Beim Fallen hatte sich aber die Tasche geöffnet und eine längliche seidene Börse war herausgefallen. Inspektor Mackenzie entdeckte diese erst, als die Dame bereits gegangen war. Sofort öffnete er sie, da er glaubte, er würde eine Karte mit ihrer Adresse finden, aber er entdeckte nur eine Quittung, die ihn außerordentlich interessierte. Ein paar Sekunden später wurde sie ihm wieder gemeldet. Allem Anschein nach hatte sie inzwischen ihren Verlust bemerkt. »Weiß, warum Sie gekommen sind«, sagte Mackenzie, als sie mit feuerrotem Gesicht vor ihm stand. »Hier, ich fand die Börse vor ein paar Sekunden auf dem Boden.«
»Danke Ihnen vielmals«, erwiderte sie atemlos, und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, drehte sie sich kurz um und ging rasch hinaus. Am nächsten Morgen erhielt Mackenzie ein Telegramm von ihr, in dem sie ihm mitteilte, dass sie aufs Land ginge. Mackenzie hatte seine eigenen Gedanken über den Fall, aber vor allem beschäftigte ihn die Frage, was wohl Peter Morstles zu dem Ring von Marie Antoinette sagen würde. Am zweiten Morgen nach der Abreise Mona Stratellis ging er zum Waterloo-Bahnhof, um die Leute genauer zu beobachten, die mit dem Zug nach Southampton reisten. Gerade an dem Tag fuhr ein großer transatlantischer Dampfer ab, für den viele Passagiere gebucht hatten. Deshalb war der Zug so überfüllt, dass die Eisenbahndirektion noch einen zweiten Zug folgen ließ. »Ist doch merkwürdig, wie viel Amerikaner reisen«, meinte der Stationsvorsteher, als er Inspektor Mackenzie erkannte. »Sehen Sie doch nur die alte Dame dort drüben.« Er zeigte auf eine gebeugte Gestalt in tiefer Trauer, die sich mühsam an zwei Krücken den Bahnsteig entlang schleppte. »Gehört doch allerhand dazu, dass eine Frau in so vorgerücktem Alter noch so eine lange Reise unternehmen will.« »Ja, das ist wirklich außerordentlich«, antwortete Mackenzie. Als er am Nachmittag in sein Büro kam, fand er einen befleckten, schmutzigen Briefumschlag vor. Die Adresse war mit Bleistift geschrieben. Als er ihn öffnete, entdeckte er eine Visitenkarte von Mona Stratelli. Auf der Rückseite standen nur die wenigen Worte: »Um Himmels Willen kommen Sie und retten Sie mich.« Mackenzie ging mit dieser Nachricht zu seinem Chef und erstattete Bericht. Und von diesem Augenblick an wollte er nichts mehr mit der Sache selbst zu tun haben, aber trotzdem wurde ihm der Erfolg zugeschrieben, den die Polizei später hatte. »Aber Mackenzie, Sie müssen die Leitung des Falles übernehmen«, drängte sein Chef. Mackenzie ließ sich jedoch nicht erweichen, und so wurde schließlich Inspektor Jordan mit der ganzen weiteren Bearbeitung betraut. Gegen Mitternacht kam Jordan zu dem Haus von Morstles. Er war bewaffnet und hatte sich einige Begleiter mitgebracht. Der Chef hatte das angeordnet. Peter Morstles war nur halb angekleidet, als er die Haustür öffnete, und er wurde ein wenig bleich, als er sah, wer sein Besuch war. »Wo ist Mona Stratelli?«, fragte Jordan. »Sie hat das Haus verlassen«, sagte Peter. »Sie ist gleich am selben Abend wieder fortgegangen. Meine Tante konnte nicht herkommen und Miss Stratelli wollte sich nicht kompromittieren.« »Sie lügen«, entgegnete der Detektiv kurz. »Er wird sie verhaften und dann das Haus genauer durchsuchen.« Die Durchsuchung ergab nichts, aber am Morgen verhörte Jordan die einzelnen Leute im Dorf und erfuhr Verschiedenes, was die Lage Morstles sehr gefährdete. Zwei Bauern waren von einem benachbarten Dorf zurückgekehrt und hatten dabei einen Weg benutzt, der sie in der Nähe seines Hauses vorbeiführte, und sie hatten den unheimlichen Schrei einer Frau gehört. Es mochte etwa 9 Uhr gewesen sein, als dies passierte. Der Schrei kam deutlich aus der Richtung des Hauses. Sonst hörten sie nichts. Die Bauern kümmerten sich wenig um die Sache. Als Morstles später darüber ausgefragt wurde, gab er ohne weiteres zu, dass Mona Stratelli aus keinem besonderen Grunde plötzlich angefangen hatte zu schreien. »Sie benahm sich wie eine Wahnsinnige. Man konnte sie kaum halten, aber Sie können mich doch nicht verhaften, weil eine Frau hier schreit.« Ich ließ ihr eine Stunde Zeit, sich zu beruhigen. Dann ging ich zu ihrem Zimmer, klopfte an die Tür, erhielt aber keine Antwort. Und als ich dann öffnete, war sie fort. Wahrscheinlich war sie durch das Fenster gesprungen, denn von dort aus konnte sie leicht die Straße erreichen. »Die Geschichte macht aber einen ganz faulen Eindruck«, sagte Jordan. »Ich bringe sie jetzt zur Polizeiwache, wenn ihr Anwesen durchsucht wird.« Man wühlte den Garten um, und am dritten Tag machte man eine große Entdeckung. In einer Tiefe von nicht ganz 1,5 Metern fand man einen Haufen halb verbrannter Knochen. Was den Fund für Morstles so gefährlich machte, war die Tatsache, dass man den halb verkohlten und zusammengeschmolzenen Ring Marie Antoinettes entdeckte. Jordan kehrte nach London zurück und teilte Mackenzie sofort die Neuigkeit mit. »Jetzt ist ja alles klar. Er hat wahrscheinlich die Leichen seiner ermordeten Frauen verbrannt. Ich habe auch einen großen Herd in der Küche entdeckt. Bei der Abgelegenheit des Hauses muss es ihm leicht gefallen sein, das zu tun, ohne dass andere Leute es merken. Übrigens habe ich durch unseren Mediziner bereits feststellen lassen, dass es sich um Menschenknochen handelt.
müssen deshalb aber doch nicht die Knochen Mona Stratellis sein, fragte ihn Nancy. Nein, aber wir haben doch auch die Überbleibsel dieses sonderbaren Ringes gefunden. Das genügt doch als Beweis. Während des langen Prozesses, der nun folgte, zeigte Morstles eine Kaltblütigkeit, die ihresgleichen sucht. Erst als das Todesurteil ausgesprochen wurde, brach er zusammen, fasste sich aber bald wieder. Am Morgen vor der Hinrichtung fuhr Mackenzie nach dem Gefängnis von Nottingham, um den Verurteilten noch einmal zu sprechen. Morstles hat es selbst so gewünscht. Als der Inspektor in die Zelle kam, rauchte der Gefangene eine Zigarette und plauderte mit einem Wärter. Er nickte Mackenzie zu. »Sie haben mir Unglück gebracht, aber ich werde Ihnen wenigstens noch ein Geständnis machen. Ich habe verschiedene Frauen umgebracht, im Ganzen 3.« Er zuckte gleichgültig die Schultern. »Ich habe sie alle in Beton eingemauert, und zwar in dem Fundament zu dem Anbau meines Hauses. Mona Stratelli habe ich aber nicht ermordet. Darauf kann ich Ihnen jeden Eid leisten. Es ist tatsächlich etwas hart für mich, Mackenzie, dass ich wegen eines Mordes gehängt werde, den ich gar nicht begangen habe.« Er dachte eine Minute nach. »Ich möchte diese Mona Stratelli doch noch einmal wiedersehen und ihr gratulieren.« Mackenzie antwortete nicht. Er hatte an jenem Tag in Monas Tasche eine Quittung für eine Schiffspassage. Er hatte an jenem Tag in Monas Tasche eine Quittung für eine Schiffspassage nach den Vereinigten Staaten gesehen. Und um sich zu vergewissern, war er dann zum Waterloo-Bahnhof gegangen und hatte sie trotz ihrer guten Verkleidung erkannt. Sie war die alte Dame auf den Krücken gewesen. Am Abend nach ihrer vermeintlichen Ermordung befand sich an Bord eines Ozeandampfers und fuhr einer neuen Heimat entgegen. Sie hatte sich die halb verbrannten Menschenknochen in einem anatomischen Institut besorgt und auf Morstles Grundstück zusammen mit dem Ring Antoinettes vergraben. Mackenzie hat es gewusst, aber nichts davon gesagt und auch nichts getan, um die Sache aufzuklären. Sein Pflichtbewusstsein und sein Gerechtigkeitssinn waren in schweren Konflikt geraten, aber im Ganzen war über den Ausgang des Falles Stratelli doch sehr zufrieden.